Ein weit verbreitetes Sprichwort unter Goldanlegern ist, eine Unze ist eine Unze. Sprich, alles Gold ist gleich. Aber ist dem auch so? Ich sage nein und ich erkläre es Ihnen nun. Es gibt unterschiedliche Unzen. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass eine normale Unze 28,35 Gramm wiegt und bei Gold und Silber in der Regel eine Feinunze, Troy Ounce, gemeint ist, die 31,103,4768 Gramm wiegt. Aber nein, nicht jede ein Unzen Goldmünze wiegt exakt 31,103,468 Gramm. Manche wiegen mehr und hoffentlich keine weniger. Das will ich Ihnen einmal jetzt mit zeigen und auch erklären, warum das so ist. Ich habe jetzt heute leider nur meine Küchenwaage von zu Hause mitgebracht und die hat jetzt keine Nachkommastellen im Grammbereich, aber es reicht aus, um das Ihnen mal vorzuführen. Wir legen hier als erstes eine Britannia-Münze auf die Waage und Sie sehen, hier hat 31 Gramm, sprich eine Feinunze. So, als nächstes nehmen wir eine Big Five Goldmünze mit dem Elefanten und auch sie eine Feinunze, 31 Gramm. Und die Wiener Philharmonika, die einen besonders großen Durchmesser hat, wie man jetzt es auch mitzieht. Und auch sie wiegt 31 Gramm. Jetzt legen wir den Krügerrand auf die Waage. Und siehe da, der wiegt 34 Gramm. Komisch. Warum ist das denn so? Also offensichtlich ist nicht jede Unze eine Unze. Sie konnten jetzt einmal schon mal erkennen, dass diese Münzen unterschiedlich aussehen. Und auch wenn Sie es nicht ausgesprochen haben, bin ich mir sicher, dass Ihnen bestimmte Münzen gerade besser gefallen haben und manche weniger gut gefallen haben. Also es gibt auch ganz subjektive Kriterien. Beim Krügerrand ist es so, dass der mehr wiegt. Der Goldanteil ist auch eine Unze, aber es ist noch Kupfer beigemischt, damit diese Münze nicht so kratzempfindlich ist. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, denn 4,9er Gold, sprich Feingold, ist sehr kratzempfindlich. Und ein großes Argument für den Krügerrand ist, dass aufgrund dieser Kupferbeimischung er nicht so empfindlich ist, was dafür sorgt, dass diese Münze in der Regel noch auch nach vielen Jahren oder Jahrzehnten einen sehr guten Zustand ist und sich diese meist besser weiterverkaufen lässt, weil ihr Zustand einfach leichter auf diesem hohen Niveau gehalten werden kann. Aber nicht nur der Krügerrand wiegt mehr. Auch wenn Sie Goldbarren haben, kann das Ergebnis unterschiedlich ausfallen. Ich habe jetzt hier vier verschiedene 1-Unzen-Goldbarren. Einmal jetzt hier einer von Heimerl und Mäule. Und obwohl der eine Unze wiegen soll, wiegt er jetzt 59 Gramm. Der Grund ist ganz klar, es ist die Verpackung. So. C. Hafner mit 39 Gramm. Das ist wahrscheinlich der leichteste davon. 34 Gramm inklusive Verpackung bei Hereus. Und Umicore mit 41 Gramm. Also auch hier ist es wieder das mit so. Bei den Münzen haben Sie den großen Vorteil, wenn Sie sich für Münzen entscheiden, dass diese nackig sind und Sie dann halt auch genau wissen, wenn Sie nur eine Unzenmünze kaufen, dass halt auch diese 31 Gramm wiegen sollte. Wenn Sie jetzt einen Goldbarren kaufen, dann müssen Sie auch noch wissen, was wiegt diese Verpackung und sind auch darauf angewiesen, dass diese Verpackung immer von einzelnen Goldbarren zu Goldbarren exakt gleich ist mit ist. Ansonsten ist es vielleicht möglich, Ihnen eine Fälschung unterzujubeln, weil Sie das Sollgewicht des Goldbarrens zu einer Unze inklusive Verpackung nicht kennen. Und wenn ich jetzt gerade bei Verpackung bin, das kann ich auch noch was mit zeigen. Ich zeige es jetzt einmal hier mit in die Verpackung, in die Kamera. Sie sehen, diese Verpackungen fallen auch unterschiedlich aus und die sind auch unterschiedlich stabil. Hier die von Umicore ist eine sehr stabile Scheckkarte, in der halt hier eine Plastikform mit dem Barren eingelassen ist. Bei Hereus ist es wieder schon ganz einfach. Es ist eine einfache Verpackung, die auch eher weich ist und auch dazu neigt, leichter zu zerkratzen oder auch kaputt zu gehen. Dann haben wir hier von C. Hafner eine sehr stabile Verpackung, die auch ein Sicherheitsmerkmal mit hat. Also auch da ist es so, es kann diese Verpackung, obwohl das ja alles eine Unze ist und alle Unzen gleich sind, kann durchaus die Gründe geben, warum man sich eher für den einen oder für den anderen Anbieter entscheidet. Und hier zuletzt noch von Heimerl und Mäule in einer stabilen Plastik-Blisterpackung mit einem edlen schwarzen Inlay. Also auch das wieder unterschiedlich. Und da ist auch die Frage, welcher Goldbarren gefällt Ihnen am besten? Weil offensichtlich ist es ja nicht eine Unze, weil ich würde wetten, auch diejenigen, die das mit sagen, wenn ich Ihnen dann lieber diesen Goldbarren gebe als diese, sagen, eigentlich hätte ich doch gerne lieber mal diesen. Also es gibt offensichtlich mit Unterschiede. Dazu kommt, dass halt auch die Barren oder die Münzen Kratzer oder Dellen kriegen könnten, die sich wertmindernd auswirken. Das ist kein Totalschaden. Aber gegebenenfalls können wir dann diese Münzen oder Barren nur als zweite Wahlware ankaufen, auch weiterverkaufen. Denn dann ist es umgedreht halt mit so, dass derjenige sagt, ja, eine Unze ist eine Unze. Und wenn ich Ihnen aber sage, hier, du kannst diesen Krügerrand im Top-Zustand haben oder diesen Krügerrand, der zerkratzt ist,
Wer entscheidet sich dann freiwillig für diesen Krügerrand? Nur wenn er diesen günstiger bekommt. Also ist eine Unze nicht eine Unze. Wenn wir gerade bei Zustand bzw. schlechten Zustand sind, dann gucken wir uns doch jetzt mal das sogenannte Junk-Silber an. Manche Anleger schwören darauf, dass sie gerne Junk-Silber kaufen. Unter Junk-Silber bezeichnet man halt einfach Silbermünzen oder auch Barren, die Beschädigungen haben, die angelaufen sind oder ähnliches. Und das kann ich Ihnen hier gerade einmal eindrucksvoll zeigen. Ich habe hier eine Maple Leaf Münze aus dem Jahr 2010, die halt schwarz angelaufen ist. Hier sehen Sie es an den Rändern, die hat auch Kratzer, aber das ist jetzt mal nebensächlich. Ebenso hier die Wiener Philharmoniker Münze, die angelaufen ist. Hier an der Seite sieht man es auch noch, ist mit dann dabei. Ah, sind auch schöne Fingerabdrücke drauf. Und hier eine Maple Leaf Münze, die sogenannte Milchflecken hat. Was ist der Unterschied zwischen Milchflecken und Anlaufen? Die Milchflecken, man weiß es nicht hundertprozentig genau, wie sie entstehen, geht man davon aus, dass es feinste Verunreinigungen im Produktionsprozess gibt. Und die heißen halt Milchflecken. Man sieht es halt hier, weil sie wie eingetrocknete Milch aussehen. Und das schwarze Anlaufen, das entsteht durch das Reagieren des Silbers mit der Umwelt, mit der Umgebungsluft und da genau mit dem Schwefel. Das sorgt dafür, dass das halt schwarzes anläuft. Und ja, da kann eine Strategie für Sie sein, dass Sie gezielt solche zweiten Wahl angelaufenen Silbermünzen kaufen, denn Sie haben einen großen Vorteil. Sie bekommen diese günstig oder günstiger, als wenn Sie prägefrischen Münzen kaufen. Und es ist bereits schon eingepreist, dass dieser Zustand dieser Münze ja nicht mehr gut ist mit ist. Also sprich, wenn Sie eine prägefrische Silbermünze kaufen, haben Sie das Risiko, dass diese anlaufen könnte oder Milchflecken bekommen könnte oder Kratzer bekommen könnte und dass sich das Wert mindert auswirkt. Wenn Sie jetzt aber gleich solche angelaufenen Münzen kaufen und die vor der Schmelze retten, dann haben Sie einen Preisvorteil und ja, und auch nicht das Risiko, dass sich der Wert dieser Kapitalanlage aufgrund des Zustandes mindert, weil wir da quasi schon im Endstadium sind. Eine andere Möglichkeit ist, wenn Sie jetzt sagen, das war schön, aber sowas möchte ich nicht haben. Da gehören die meisten Anleger dazu, weil halt eine Unze doch nicht eine Unze ist. Gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie halt gezielt Silbermünzen kaufen, die dafür prädestiniert sind, dass sie nicht so stark anlaufen oder nicht so leicht mit anlaufen. Welche meine ich? Habe ich jetzt heute nicht dabei. Aber wenn Sie zum Beispiel die jetzt eingeblendete Arche Noah Silbermünzen kaufen und diese halt nicht einzeln kaufen, sondern in Tube Size, also sprich in dieser Plastikröhre, in denen sie verpackt mit sind, welche Größe oder Mengeneinheit jeweils in einer Tube ist, das finden Sie auf Gold-Silber-Shop auf der Webseite. Wenn Sie auf die Produktseite gehen, unter Eigenschaften klicken, da ist die Angabe mit dann dabei. Und da ist es so, dass bei den Arche-Noah-Münzen, wenn die Münzen in dieser Tube sind, bevor halt diese versiegelt wird, dass in einem neutralen Raum der Sauerstoff aus dieser Tube entzogen wird und ein Edelgas eingeblendet wird. Das zeige ich Ihnen hier gerade mal anhand des Schaubildes. Und das sorgt dafür, dass die Arche-Noah-Münzen nicht anlaufen, solange sie diese Tube geschlossen lassen. Also das ist eine super Möglichkeit, um sich gegen Anlaufen, wie es jetzt hier ist, mit Sehen zu schützen. Und die zweite Variante, die jetzt gegen Milchflecken hilft, die haben Sie bei den Maple Leaf Münzen. Jetzt sagen Sie vielleicht, da sind doch jetzt gerade angelaufene Maple Leaf Münzen mit Milchflecken. Ja, das ist richtig. Es ist allerdings so, dass bei den Silber Maple Leaf Münzen seit einigen Jahren die Oberfläche angepasst wurde. Also sprich, wenn Sie sich neue Maple Leaf Münzen kaufen, dann sehen diese nicht mehr so aus, wie Sie es hier mit sehen, sondern da sind noch hier ein paar Linien mehr mit drauf. Wir blenden das gerade mal kurz ein. Und vor allen Dingen sind diese Münzen mit einem sogenannten Mint Shield ausgestattet worden. Das bedeutet, dass diese Münzen eine Oberflächenbehandlung im Produktionsprozess erhalten und deshalb keine Milchflecken bekommen sollen. Unsere Erfahrung ist die als Händler, wir haben mittlerweile mehrere Millionen der Maple Leaf Münzen verkauft. Es ist nur noch äußerst selten, dass wenn Sie diese neuen prägefrischen Maple Leaf Münzen kaufen, dass diese Milchflecken bekommen. Und es ist auch deutlich verminderter das Risiko, dass letztendlich diese Münzen auch anlaufen. Deshalb, wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen im Silbermünzbereich, dann wäre die eine Empfehlung, dass Sie Arche Noah Münzen in Tubes kaufen oder dass Sie Maple Leaf Münzen kaufen. Oder wenn Sie auf Gold Silber Shop gehen und eine Silbermünze auswählen, dann können Sie direkt dort eine Münzkapsel mitbestellen. Und wir haben auch Münzkapsel mit Anlaufschutz. Die haben dann einen schwarzen Plastikring um die Münze herum und der sorgt auch dafür, dass die Münzen nicht anlaufen. Das ist ein effektiver Schutz. Und Sie können halt selbst, weil eben nicht jede Unze eine Unze ist, genau steuern, was Ihnen besonders wichtig ist und ja, ob Sie einen günstigen Preis haben wollen oder ob Sie möglichst sicher sein wollen. Aber auch wenn Sie Münzen in einem Top-Zustand haben, können diese unterschiedlich kosten. Warum? Es kann zum Beispiel halt mit sein, dass wenn Sie sich nicht für eine
0815 Silbermünze entscheiden wie die Maple Leaf Münze, sondern zum Beispiel für eine Koala-Münze oder eine Kookaburra-Münze aus Australien oder halt auch eine Luna-Münze. Im Goldbereich wäre das zum Beispiel auch das Känguru oder die Luna-Münze, dass sie die Chance haben auf einen zusätzlichen Sammlerwert. Sprich, dass der Wert ihrer Silbermünze nicht nur aufgrund des Silberpreises ansteigt, sondern auch einfach, weil es Sammler gibt, die genau diese Münze haben wollen, diese Münze limitiert war. Insbesondere, wenn sie nicht nur eine Münze einen Jahrgangs haben, sondern sie halt einfach im Laufe der Zeit die Jahrgänge nacheinander sammeln, haben sie eine schöne Münzsammlung mit unterschiedlichen Motiven. Und gleichzeitig haben sie aber auch noch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Sammlerwert zu erhalten. Und dafür zahlen manchmal auch Sammler einen nennenswerten Aufschlag. Es ist jetzt nicht so, dass bei diesen Silbermünzen, dass sie damit rechnen können, dass sie die für mehrere 100% mehr verkaufen als der reine Materialwert. Aber die Chance auf 10, 20, vielleicht auch 30% Mehrwert ist durchaus mitgegeben. Manchmal in Ausnahmefällen auch höher. Darüber hinaus ist es auch so, dass auch die Beliebtheit und die Verbreitung darüber entscheidet, wie teuer oder günstig eine Münze ist, natürlich auch die Produktionskosten der Münzprägestätten. Das ist halt jetzt als Beispiel ist mit so, der Krugerrand ist die weltweit führende Goldmünze. Keine Münze wurde mehr geprägt und keine ist weltweit so etabliert. Die Maple Leaf Münze, die ich jetzt gerade hier nicht dabei habe, die ist gerade auf der Überholspur aufgrund der Sicherheitsmerkmale, die sie mit hat. Aber auch die eben erwähnte Britannia Münze, die Sicherheitsmerkmale hat, diese sind, wir blenden sie einmal kurz das mit ein, einmal hier dieses Bügelschloss, das dafür halt sorgt, dass wenn man die Münze kippt, dass man entweder ein Dreizack oder das Bügelschloss sieht. Der Union Jack, der auch mit den Linien besonders schwer ist nachzumachen. Dann die Wellenlinien, die glänzen auch total schön. Sie können es jetzt nicht sehen, aber ich genieße gerade die Freude. Aber Sie können die Freude mir hoffentlich das mit ansehen. Und halt auch noch eine Miniaturschrift, die ist auch noch mit angebracht. Also das ist zum Beispiel auch noch ein Merkmal, dass sich mehr Leute für die Britannia-Münze interessieren, als es noch vor vielen Jahren war, als die Sicherheitsmerkmale nicht das mit gab. Umgedreht gibt es Personen, die auf die Wiener Philharmoniker schwören. Zum einen, weil es eigentlich der Gold-Euro schlechthin ist. Sie hat einen Euro-Nennwert. Und zum anderen, ja, ist für Musikfreunde interessant, die Rändelung ist auch eine ganz andere, als sie es von anderen Münzen mit kennen. Und insbesondere hat diese Münze im Vergleich einen deutlich größeren Durchmesser. Ich halte mal den Krügerrand davor und ich hoffe, Sie können es jetzt selbst auf dem Kamerabild mitsehen. Die Wiener Philharmoniker sieht halt einfach nach mehr aus, auch wenn es nur eine Unze Gold ist. Ein Argument auch noch, das für Münzen spricht und weniger für Barren, aber auch für Münzen zutreffen kann, ist, dass einfach Barren oder Münzen aus der Mode kommen können. Was meine ich als Beispiel? Es ist so, dass die Britannia-Münzen sowohl im Silberbereich als auch im Goldbereich erst seit wenigen Jahren auf 4,9er Gold bzw. 3,9er Silber umgestellt wurde. Vorher hatten sie eine Legierung von 925, also sprich, es waren 92,5% Edelmetall und der Rest war ein anderes Metall, das beigerichtet war. Und da war die Britannia verhältnismäßig unbeliebt. Und auch heute ist es noch so, wenn Sie eine solche Münze verkaufen wollen, dass jemand weniger gerne diese haben möchte als zum Beispiel eine Britannia neueren Jahrgangs oder zum Beispiel einen Krügerrand, was zur Folge hat, dass Sie für diese Münze einen geringeren Preis bekommen. Oder halt auch, weil die Sicherheitsmerkmale fehlen. Was für Münzen gilt, gilt insbesondere auch für Goldbarren. Sie sehen es jetzt einmal mit hier. Ich habe Ihnen drei alte Goldbarren mitgebracht. Ein alter Degussa-Goldbarren in Sargform. Ein weiterer Degussa-Goldbarren, ein geprägter Goldbarren und ein Hereus-Goldbarren, der sogar in dem Fall etwas Flecken bekommen hat, was eher selten ist, aber was passieren kann. Was fällt denn schon mal mit auf? Das sind Goldbarren, die wir aus den Ankaufs mit haben. Und früher zu dem Zeitpunkt, ich kann Ihnen nicht sagen, wann diese Goldbarren gekauft wurden, waren diese aber halt ohne eine Verpackung. Und heutzutage legen die Kunden einen großen Wert darauf, Goldbarren in einer stabilen Verpackung zu bekommen, die teilweise vielleicht auch als Sicherheitsmerkmal dienen. Ich zeige es noch einmal mit hier. Ich habe die hier von C. Hafner. Wenn Sie jetzt diese öffnen würden, würde hier ein Schriftzug erscheinen, der auf die Manipulierung aufmerksam macht. Noch dazu kommt, dass halt der Barren hier sehr gut geschützt ist vor Kratzern, wie Sie jetzt hier dieses mit halt sehen. Deshalb einfach die Frage, ja, das ist eine Unze, das ist ein 100 Gramm Barren. Aber wenn Sie die Wahl haben, welchen Barren würden Sie lieber kaufen? Den von C. Hafner oder den von Degussa? Und das machen wir jetzt noch mal ein bisschen extremer. Sie haben hier einen Hereus-Goldbarren und Sie haben hier einen regelfrischen aktuellen Hereus-Goldbarren. Das Aussehen hat sich jetzt nicht so stark bei den Goldbarren das geändert, aber die Verpackung hat sich sehr stark geändert. Und jetzt stellt sich halt auch die Frage, möchten Sie lieber, wenn Sie die Wahl haben, ein Goldbarren dieser Verpackung haben oder so. Die meisten Anleger werden sich für diesen Goldbarren entscheiden und dementsprechend ist es auch so, dass wir halt einfach für einen Goldbarren, wenn Sie uns den zum Ankauf anbieten, der in der aktuellen Design ist, dass wir einen höheren Ankaufspreis bezahlen können als für diesen Goldbarren, den wir bei uns in der Regel als diverse Goldbarren verkaufen. Was können Sie denn also dagegen tun?
Es gibt positive Ausnahmen und gegen das Altern von baren Münzen könnten Sie sich zum Beispiel schützen, indem Sie auf zeitlose Münzen wie zum Beispiel diesen Krügerrand setzen. Das ist ein Krügerrand aus dem Jahr 2023. Das Aussehen des Krügerrandes ist aber seit dem Jahr 1967 gleich geblieben. Warum macht das die South African Mint? Ganz einfach, weil sie eben nicht in gute und schlechte Krügerrand unterteilen möchte. Es gibt nur den Krügerrand und es ist relativ egal, ob das ein prägefrischer Krügerrand ist oder einer aus den 80ern, 90ern oder ähnliches. Darüber hinaus ist es auch noch so, das blende ich Ihnen jetzt mal in der Sequenz mit ein, dass Sie bei dem Krügerrand einen wundervollen Klangtest machen können, der Ihnen belegt, dass es sich um einen Original-Krügerrand handelt. Also der Krügerrand hat keine optischen Sicherheitsmerkmale, wie Sie das bei der Britannia hatten, so, sondern der Krügerrand überzeugt durch seinen Klang, den wir eingespielt haben. Außerdem ist jetzt auch noch auf Goldbarren bezogen, gibt es Hersteller, die nach dem LBMA-Standard produzieren. Dazu gehört auch Heimann & Beule, Umicore, Hereus, C. Hafner und auch Degussa bzw. das herstellende Unternehmen Valcambi. Aber es gibt auch LBMA-Hersteller, die zum Beispiel aus der Türkei kommen. Das ist auch an uns ein Goldbarren und der ist auch nach dem LBMA-Standard hergestellt worden. Aber in Deutschland wollen in der Regel die Leute keine türkischen Goldbarren haben, sondern sie wollen Goldbarren von Marken haben, die sie aus Deutschland her erst kennen. In den USA sind halt auch Hereus Goldbarren dort halt mit etabliert, aber auch in den USA gibt es Hersteller, die halt dort kaum eine Rolle mitspielen. Oder im asiatischen Raum. In China ist die China Panda Goldmünze die beliebteste Münze, in den USA ist es der American Eagle. Oder aktuelles Beispiel im Zuge des Russlandkrieges. Es gibt ja ein Embargo, was den Import von russischem Gold angeht. Auch da kann man jetzt einfach sagen, Russengold, wie ich es jetzt mal salopp nenne, ist aktuell einfach unbeliebter bei uns in der westlichen Welt, in der sanktionsbelegten Welt, als das letztendlich noch vor einigen Jahren der Fall war. Genauso kann es auch mit sein, dass der Hersteller international nicht so gefragt ist. Also Hereus ist auch international eine Marke und ist mit bekannt. Umicore ist es halt mit auch, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eines Goldbarrens einer No-Name-Manufaktur mit kaufen, dann wird den eventuell in einem anderen Land nicht so stark mit gefragt werden. Oder was auch beliebt ist, es gibt einige Edelmetallhändler oder auch Banken und Volksbanken, Sparkassen, die ihre eigenen Goldbarren rausbringen. Jetzt stelle ich Ihnen aber mal die Frage, wenn Sie mit einem Sparkassen-Goldbarren zu einer Volksbank gehen, glauben Sie, dass Sie da denselben guten Ankaufspreis kriegen, als wenn Sie dort mit einem Volksbank-Goldbarren hingehen würden oder mit einem Goldbarren von Hereus? Wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Umgedreht gilt dies halt mit ganz genauso. Deshalb sollten Sie gucken, dass Sie, wenn Sie auf Goldbarren setzen, dass Sie auf Goldbarren setzen von Herstellern, die international mit bekannt sind. Und bei den Münzen, dass Sie da auch auf die international bekannten Münzen setzen. Da ist insbesondere der Krügerrand zu nennen als die weltweit am meisten verbreitete Münze, gefolgt von der Maple Leaf Münze. Aber auch hier in Europa spielt die Wiener Philharmonika oder die Britannia Münze eine immer größere Rolle. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass eine Unze Gold zwar immer 31,1 Gramm bewegt, aber dass eine Unze nicht eine Unze ist. Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, dann schlage ich Ihnen einen Deal vor. Wenn Sie wunderschöne Goldmünzen, Goldbarren haben, dann machen wir doch einen Tausch. Wir geben Ihnen diese, die wir aus dem Ankauf kriegen, die eigentlich bei uns in die Schmelze wandern würden. Sie geben uns Ihre schönen Stücke. Deal? Ah, doch nicht. Ah, schade. Offensichtlich ist es nicht so. Ja, und zu einem Abschluss habe ich noch eine Empfehlung. Wenn Sie mehr wissen wollen und noch wesentlich mehr Tipps haben wollen, welche Barren und Münzen empfehlenswert sind und welche nicht, lade ich Sie ein, dass Sie sich mein Buch Gold und Silber für Einsteiger von mir schenken lassen. Dieses Buch erklärt, wie der Titel es verrät, alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich für eine Kapitalanlage in Gold und Silber interessieren. Und das Schönste ist, regulär kostet dieses Buch 24,90 Euro. Das ist nämlich die aktualisierte Auflage, bei der wir auch den Preis angehoben haben, weil die Druckkosten explodiert sind. Dieses Buch kriegen Sie unter gold-buch.com von mir geschenkt, als E-Book oder als gedrucktes Buch. Also dieses Buch sich schenken lassen, durchlesen, fit werden und dann hoffentlich Kunde bei goldsilbershop.de werden und in der Zwischenzeit auch noch bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren, damit wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank, tschüss!